Kinderclub stellt vor. Das Malbuch. Woher kommt der Kraftstoff für die Autos? Teil 2. Hallo, lass uns den Zug ausmalen. Grün. Dunkelgrau. Grau. Lila. Hellblau. Gelb. Braun. Das ist toll geworden. Das ist unser Zug aus der ersten Folge über Kraftstoff. Er fährt zur Ölraffinerie. Hast du diese Folge gesehen? Wenn nicht, schau sie dir am besten an, damit du weißt, wie das Öl in den Kesselwagen kommt. Klicke dafür auf den Pfeil. Hier ist die Erdölraffinerie, an der das Öl aus den Kesselwagen ausgeladen werden muss. Das passiert an einer speziellen Pumpstation. Schau mal, der Zug bleibt stehen. Unter die Räder werden spezielle Geräte platziert. Sie heißen Hemmschuhe oder Bremsschuhe. Fertig! Jetzt kann man sicher sein, dass der Zug nicht weiterrollt. Der Arbeiter schließt ein spezielles Rohr zum Abpumpen des Öls an. Es kann losgehen! Siehst du, wie schnell das Erdöl abfließt? Fertig! Der Wagen ist leer. Nun kann der Zug zurück zum Tanklager fahren, um die nächste Ladung zu holen. Wie geht es weiter? Nun wird das Öl zum Kraftstoff verarbeitet. Das ist ein aufwendiger Prozess, der aus mehreren Schritten besteht. Der Kraftstoff wird in diesen großen Tanks gelagert. Guck mal, der Kraftstoff ist fertig und kann jetzt zur Tankstelle transportiert werden. Aber welches Fahrzeug kann das machen? Vielleicht ein Traktor? Nein, er arbeitet im Feld und transportiert Kartoffelsäcke. Vielleicht brauchen wir einen Plattenschlepper. Nein, ein Plattenschlepper transportiert Platten, aus denen Häuser gebaut werden. Vielleicht hilft uns ein Autotransporter. Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, dass ein Autotransporter das Öl nicht transportieren kann. Das ist genau das Fahrzeug, das wir brauchen. Das ist der Tankwagen. Er kann Kraftstoff von der Ölraffinerie in die Stadt zur Tankstelle bringen. Lass uns den Tankwagen ausmalen. Orange. Rot. Grau. Dunkelgrau. Schwarz. Gut gemacht. Der Tankwagen ist ausgemalt und fertig für seinen Einsatz. Nun muss er mit Kraftstoff gefüllt werden. Da kommt auch schon der Fahrer. Er steigt ein und fährt ein Stück vor bis zur Ladestation. Da ist sie auch schon. Weißt du, was der Fahrer jetzt unbedingt machen muss? Er muss eine spezielle Atemschutzmaske aufsetzen, denn der Benzindampf ist sehr giftig.
Der Arbeiter löst die Mutter, öffnet die Luke und gibt ein Zeichen. Nun ist das Ventil offen und der Tank wird mit Kraftstoff gefüllt. Der Arbeiter schaut, wie der Tank sich füllt. Es ist wichtig, das Ventil rechtzeitig zuzudrehen, damit das Benzin nicht überläuft. Fertig! Der Tank ist voll. Nun muss die Luke ganz fest geschlossen werden. Super! Die Arbeiter und der Fahrer verabschieden sich bis zum nächsten Mal. Der Fahrer steigt wieder ein, nimmt die Maske ab und lässt den Motor an. Jetzt geht es in die Stadt. Tschüss, Tankwagen! Willst du wissen, wie es weitergeht? Was passiert, wenn der Tankwagen zur Tankstelle kommt und den Kraftstoff auslädt? Dann sieh dir die nächste Folge an. Abonniere den Kinderclub TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Das geht ganz einfach. Drücke auf den Knopf Abonnieren neben der Giraffe. Gleich jetzt!